Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Cattle and Crops. Wir müssen immer noch mit unseren Tutorials hier weitermachen, aber wir haben endlich das Düngen abgeschlossen und können uns nun ans Dreschen machen hier. Nochmal als erstes meine Getreideernte. Da hatte ich schon mal eine Folge, wo ich aus Versehen die falsche Version hatte. Bin gespannt, ob der Abfahrer jetzt, ob wir überhaupt einen automatischen Abfahrer haben. Und zweitens, ob der Abfahrer wieder so rumspackt und uns hier abhaut. Bin ich echt drauf gespannt hier. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall auch vielen Dank, wollte ich noch sagen, an alle, die fleißig bisher meine Videos geschaut haben. Damit unterstützt ihr mich sehr. Vielen, vielen Dank. So. Ich wollte noch was einstellen. Schnell. Nicht vergessen. Steuerung. Mausempfindlichkeit. Ist nicht erklärt, aber niedriger heißt unempfindlicher, oder? Speichern. Ja. Definitiv. Ganz niedrig. Fortsetzen. So. Einsteigen. Und anhängen. Mehr alles schon hier. So, Feld 21. Ist da lang? Das Navi. Ja, gut. Wir wollen die Karte wahrscheinlich nicht drehen. Ist noch ein bisschen ungewohnt. Weil normalerweise dreht sich das ja immer in die Richtung, wo man fährt. Dann kann man rechts und links einfach erkennen. Ja, nicht so ist, muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Zeit mir das bis dahin. So, wie schnell verläuft denn der Punkt hier? 34. Da steht's. Nur für uns. Ja. Jetzt noch mal ein Gegenpendler hier. Maschinen sind einfach ultra träge, also so ein Rennauto habe ich dann viel schneller abgefangen. So, diesmal eventuell ein Auto. Fahrrad im Feldrand. Gut, abhängen. Das hat sogar auf den Wagen angepasst. Gut, haben wir das. Können wir da vorfahren? Das ist einfach nur ein geiler Drescher, würde ich sagen. Hier. Richtig gut animiert. Wieder am Hang. Ich werde hier vorne das Radial mitnehmen. Schauen wir mal. Bremse. Okay, jetzt läuft der langsam an. Senken.
hat aber gehoppelt hier. Okay, die fahren die. Was war die Hand? Was will er denn jetzt? Ah, bist du ein Spaten. Okay. Automat. Automatisches Lenken. Dann schauen wir uns mal die Spaten hier an. Schwierig.
viel leicht, um einen Zeug zu kaufen. Zwei. Ah, Gegenschwall. Plus und Minus. Das ist ja immer nicht. So. Wie geht's weiter? Umzudrehen, ohne dass uns der automatische Lenkwerk reingespuckt hat. Sieht sauber aus. Neben den Anhänger müssen wir. Okay, dachte ich, das ist hierher. Abfahrer Getreide. Dürfen wir nebenher fahren? Das wäre cool. Habe ich schon oft genug gemacht.
Wenn wir tatsächlich nebenher fahren, ist die Frage, ob wir ein Tempomat synchronisieren können. Oder ob das nicht geht. Genau. Ja, ist mir klar, dass ich da hinfahren muss. Der Hänger ist hinter mir. Feld 21, let's go. Ist das dasselbe? Ich weiß es nicht. So, fahre zum Dreschen, belade den Hänger. Damit der Drescher mit dem Finger abtragen kann, musst du. Ja. Er wird, wenn du nahe bist, oder an der Tank kommst, das Rohr ausfahren. Okay. Ganz professionell würde man zuerst hier mit U entladen. Schaut uns von außen an. Eigentlich nimmt man zuerst eine Probe. Zuerst nimmt man eine Probe, nicht die Feuchtigkeit und die Inhaltsstoffe, dann wiegt man das Ganze und dann wiegt man noch. So.
meisten? Große oder kleine Ballen? Oder Rundballen? Was mögt ihr am liebsten für Ballen? Ganz früher musste ich immer voll viel kleine Ballen machen. Inzwischen sind es hauptsächlich nur noch große Quaderballen. Ja. Aber ich denke, wir müssen die großen. So. Ja, das sind auch Nährstoffe. Die müssen weg. Große Presse. Da steht sie eh schon. Steigen wir ein und hängen die an. Das kann man auch später machen. Also normalerweise geht man hier pressen und dann alles gepresst ist und das zeigt ab. Aber gut. Machen wir jetzt mal so rum. Wo ist denn der Acker? Vorne links, oder? Ach, die Kreuzung links. Ah, okay, so kommt man theoretisch von hoch zum Hafen und zum Händler. Jetzt passen wir geradeaus und vorne rechts. Das müssen wir merken. Also, kann man nächstes Mal die ganzen Maschinen schneller abholen. Weil ich bin faul, damit wir kein extra Geld bezahlen. Bringen lassen. Gut. Rollt der noch? Nee. Das heißt, wenn man absteigt, dann macht er automatisch die Bremse an. So. Machen wir da hin. Genau. Ja, die hat eine Pickup, das eingesammelt wird. Ja. Können wir auch festlegen, wie groß der Ballen werden soll? Also erstmal die Pickup rausklappen. Runterklappen wir nichts. Okay. Nur Arbeitsposition V10, genau. Die jetzt einschalten. So. Ja klar. Sonst verstopft die Pika, wenn wir zu schnell fahren. 5-7 km/h. Boah. Okay. Thank you.
würde ich tatsächlich auch die Geschwindigkeit genau einstellen. Dann würde ich noch 7,5 Wanderer zu geben, weil ich einfach die Geschichte noch so, schalten wir ab. Ins Radialmenü. Straßenquadrat. Letzten Ballen auswerfen. Das ist immer zu gewinnen, dass man sich drehen kann. Also, gut schlafen. Jetzt probieren wir mal was aus kurz. Und zwar ein bisschen anheben.
wir die Ballen auch starten. Ich will das hier fertig machen. Von außen schauen. Sieht ein bisschen wild aus. Ne?
Gegner pro Stück oder nicht? Oder für alle? Für alle. Wäre sonst schon ein bisschen viel gewesen. Genau, abgeschlossen. Das nächste Tutorial ist jetzt Maishäcksel. Okay. Würde ich sagen, Maishäcksel machen wir beim nächsten Mal. Soll es gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, für die ganzen Neulinge unter euch, ihr habt wieder viel gelernt. Und den anderen hat es hoffentlich auch viel Spaß gemacht zuzuschauen. Macht's gut und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder.